War nicht wie... Etwa fünf... Scheiße, das wird nicht einfach. Aber wir haben keine Wahl. Wolfwin von Kamberg muss in Rathal gehängt werden. Sollten wir... Mit Bandit? Ich gab Herr... Du willst mir... Nun ja, wohl, bitte. Du... Ja. Und... Danke. Das hoffe ich. Lebe wohl. Hey, du, ich bin Hauptmann. Ich kann dir... Aber ich bin unbe... Du hast mein Wort. Was hast du vor dem Ganzen hier getrieben? Das glaubst du mir nie. Also, ich war eine Wache in Rathal, aber die haben schlecht gezahlt. Wen haben wir denn da? Wie heißt du, Junge? Heinrich. Ich bin ein Bote von... Ich weiß, von meinem geliebten Vetter Herrn Bernard von Oleschna. Und wie lautet deine Botschaft? Hört ihr das, Jungs? Er hat Kerzen gedreht, dass die Mönche sie sich in den Arsch schieben können. Was hast du gegen die Herren von Oleschna? Milota, dieser Bastard, hat Dörfer gestohlen, die meinem Vater gehörten. Ich war in Polen, als er starb. Und Milota sagte allen, auch ich wäre tot. Aber du kamst zurück, nicht wahr? Ja, das tat ich. Aber Milota bestach einen Pfaffen, zu behaupten, mein Vater habe auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er vom Teufel besessen wäre. Und sein Sohn ebenso. Also ich. Deshalb denken sie, ich sei ein Hexenmeister und von den Toten auferstanden. Ich muss mal pissen. Das gibt dir nicht das Recht, plündernd durch Herrn Hanuschs Läden zu ziehen. Ich habe nie behauptet, ein Heiliger zu sein. Ich bin genauso ein Bastard wie Milota. Aber das heißt nicht, dass ich ihn in Ruhe lasse. Was für ein Scheißtag. Doch eine ordentliche Rauferei. Lass es uns ritterlich lösen. Du und ich. Mann gegen Mann. Und der Sieger erhält alles. Und der Verlierer? Der bezahlt mit seinem Leben. Du gefällst mir, Junge. Aber warum sollte ich das tun? Gewinnst du, gehen meine Männer und lassen die Beute hier. Aber umgekehrt? Bernard wird seine Niederlage so nicht eingestehen. Das bleibt abzuwarten. Vielleicht bekommst du tatsächlich nichts, wenn du gewinnst. Aber der Respekt deiner Männer ist dir gewiss. Du bist ein schlauer Fuchs. Eine Verschwendung, dich zu töten. Aber ich akzeptiere.
Lektion. Die hat kein Alarm! Seid vorsichtig! Du wirst bleiben! Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Das nennst du kämpfen? Hast du eine Knie bekommen, was? So, bitte! Ich schlachte dich ab! Komm her, du Weißlein. Hier hast du nicht drauf. Was für deine Freude. Soll das etwa alles sein? Was ist los? Komm schon! Das nennst du kämpfen? Hast weiche Knie bekommen, was? Mehr hast du nicht drauf? Freude! Mehr hast du nicht drauf? Komm her, du Weichheit! Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Ich werde dich finden, du elender Hund. Alarm! Was nennst du kämpfen? Alarm! Hast weiche Knie bekommen, was? Zu den Waffen! Für dein Geschütze wirst du bezahlen. Mehr hast du nicht drauf? Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Soll das etwa alles sein? Ich werde dich finden, du elender Hund. Komm her, du Weichei. Trau dich doch. Was sagt man das? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtung. Das nennst du kämpfen? Du wirst leiden. Jesus!
Ja. Yeah. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich habe mit Wolflin verhandelt. Wie ist es gelaufen? Er ist tot. Was? Wie ist das passiert? Ich habe ihn zum Duell herausgefordert. Du hast Wolflin von Camberg zum Duell herausgefordert? Jesus. Heinrich, ich weiß nicht, ob du mutig oder wahnsinnig bist. Vielleicht beides. Was ist mit den anderen? Sie haben sich zerstreut.
Bernhard kann sich den Rest vorknöpfen. Darauf tränken wir. Ich will die ganze Geschichte hören. Ich erzähle sie gern. Grüß dich. Ich bin von Wolflin zurück, Hauptmann. Und in einem Stück. Wenigstens das. Ich erwarte nicht, dass du etwas erreicht hast. Hängt vom Standpunkt ab. Wolflin ist tot. Was? Ich habe ihn zum Duell herausgefordert und gewonnen. Du solltest verhandeln, nicht kämpfen. Aber wenigstens musste ich keine Männer opfern. Du warst mal wieder ungehorsam, aber tatsächlich erfolgreich, Bursche. Wir müssen noch den Rest der Bande erledigen. Sie sind nun weniger gefährlich und werden sich zerstreuen. Wir kümmern uns um sie. Du reitest nach Ratai und meldest das Herrn Hanusch. Und nächstes Mal befolgst du meine Befehle. Ja, Hauptmann. Gott sei mit dir. Alles Gute. Ja! Ja. Ja. Wie geht es dir, Heinrich? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich bringe Kunde aus dem Lager, Herr. Sprich. Ich überzeugte den Hauptmann, mich mit Wolflin verhandeln zu lassen. Er hat zugestimmt? Erstaunlich. Fand ich auch. Aber am Ende haben wir es auf Ritterart geregelt. Ich habe ihn herausgefordert. Guter Gott, ich wusste, du hast den Schneid. Manchmal mehr, als dir gut tut. Wolflin ist also tot? Ja, und seine Schergen haben sich im Wald zerstreut. Hauptmann Bernhard und seine Männer machen gerade Jagd auf sie. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr. Alles Gute.